Ja, meine lieben Yoshis, Blinder kann natürlich ein Alpha-Yoshi nur sein. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Ja, ich habe den Schalterraum tatsächlich übersehen. Ich glaub's nicht. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie soll das möglich sein? Und ich könnte echt nicht blinder sein. Hier ist nämlich noch ein Secret-Räumchen. Und dieses Räumchen habe ich total übersehen. Okay, da kann man ja ewig in 3 Jahre suchen. Denn hier befindet sich nämlich der gesuchte Switch. Und nur mit dem Switch komme ich natürlich auch zum Boss. Logisch, ne? Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Scheiße, ey. Die ganze Sucherei umsonst gewesen und das nur, weil man diesen blöden Raum übersehen hat. Aber naja, man kann ja nicht immer alles gleich sofort finden. Und scheiße, ich muss nochmal zum Anfang zurück. Zum Glück haben wir dafür ja eine wundervolle Melodie hier. Wozu sterben gehen, wenn es auch einfacher geht? Denn mit Hilfe dieser Melodie gelangen wir direkt an den Anfang des Dungeons. Können dann diese wundervolle Abkürzung nehmen. So, und jetzt sollte ich auch an diese Kiste rankommen. Und was haben wir denn da? Jetzt besitzt du den Somaria-Stab. Damit feuerst du einen glühenden Feuerstrahl ab. Feuer! Feuer! Ob das so eine gute Idee ist, mir das Ding in die Hand zu geben, das ist eine andere Geschichte. So, ich würde sagen, wir sorgen jetzt mal dafür, dass hier alle ganz Feuer und Flamme für uns sind. Den fackeln wir nämlich gleich direkt ab. Piu, 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 weg mit euch. Wie schnell das auf einmal geht. Hier, piu, 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 piu. Ich habe noch nie einen Gegner so schnell geklatscht wie jetzt gerade. Ach, ist das schön. Ist das schön. So, jetzt muss ich noch den Raum wiederfinden, wo ich hin muss. Ich weiß nämlich, dass ich irgendwo was entzünden muss. Hier und da. Und weg und tschüss. Danke für den Schlüssel. Das wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber gut. Man sollte das Ding auch vielleicht wieder wegpacken. Na gut, nun ist es passiert. Nun ist es passiert. Aber egal. Jetzt muss ich halt nur noch mal überlegen. Da. Einfach aus Prinzip, weil ich dich nicht leiden kann, wirst du jetzt gegrillt. So, da. Da ich jetzt ja in dem Besitz dieses wundervollen Stäbchens bin, kann ich jetzt ja was machen. Ihr wisst ja, hier gibt's Eis. Und ich mag kein Eis. Ich mag ja nicht mal den Winter. Also weg! Wobei, Eis zum Essen finde ich toll. Aber nur Eis essen. So, hier muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen aufpassen. Muhahaha! Neue Wege öffnen sich fürs Alpha Yoshi. Ach nö. Ich glaube, mit dem Feuer werde ich nicht viel ausrichten können, oder vielleicht doch? Okay, mit Feuer bringt das hier gar nichts. Dann gucken wir mal, ob der Bumerang was taugt. Ich hätte jetzt nur nicht unbedingt das Item tauschen sollen. Okay, der Bumerang taugt auch nichts, also Schwert, ganz klassisch mit Schwert und Schild. Du solltest auch vielleicht das richtige Item auswählen. Hopp! Hier, komm! Komm zu mir! Ach, du Idiot! So, dafür gibst du mir jetzt aber eine Fee, verstanden? Danke! So, wo ist mein Zauberstab? Ach, jetzt dürfen wir hier wieder alles ausfüllen, okay. Das war scheiße. So war das nicht geplant. Okay. Ganz ruhig. Ohne Hast.
Und ich glaube, ich habe genau gerade den Fehler gemacht, den ich nicht machen wollte. Doch, habe ich. So, zack. Ach, come on. Das Ding reagiert manchmal doch ein bisschen spät. Aber egal. Gleich bist du gefüllt. Und da ist eine Kiste. Mit meinem Bossschlüssel. Yay! So, dann haben wir den jetzt also auch schon. Heißt es nur noch, den Boss selber finden. Wobei, der dürfte gar nicht so weit weg sein. Denn, wenn ich mich richtig erinnere... Die Betonung lag auf, wenn ich mich richtig erinnere. Piu, piu. Piu, weg mit euch. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere... habe ich Scheiße gebaut. Obwohl... ja, spring genau in die Lava, du Idiot. Genau so macht man's, Drake. Genau so. Genau so und nicht anders. So, weil wenn ich mich nämlich jetzt richtig erinnere und ich jetzt keinen Scheiß baue, müsste nämlich sich hier die Treppe befinden, die ich brauche. Genau. Ja, ich wollte den Block auch gar nicht berühren. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ja, ich glaube, ich muss hier nochmal rein. Das muss ich hier ein bisschen mit Bedacht machen. Ja, ach, quatsch mich doch nicht voll. Ich weiß, dass es kalt ist. Weg damit. Push. Ah, ich glaube, ich habe wieder Mist gebaut. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch noch nicht. Sollte jetzt trotzdem jetzt klappen, vorausgesetzt Link macht das, was er soll. Ist es jetzt wirklich so schwer, in diese kleine Lücke zu springen? Jetzt mal ehrlich. Der hat aber auch teilweise einen Schwung drauf. Geht doch, warum nicht gleich so? Ja, Eisblock ist kalt, bla bla bla, lass mich da durch. Okay, gut, die Richtung war falsch. Dann gehen wir hier nochmal lang. Da, 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 da. Oh, halt doch die Klappe. Ich will doch nur darunter, Mensch. So. Theoretisch sollte das jetzt klappen. Hat geklappt. Und dann sollten wir jetzt hier beim Boss sein. Du bist am Ende. Niemals wirst du die Instrumente der Sirene zum Spielen bringen. Niemals. Was zum Teufel bist du denn? Ein Riesenhothead. Und ich dachte schon, ich habe alles gesehen. Böser Hothead, ich mach... Das ist dafür, dass du mich in Mario Bros. So oft schon geärgert hast. Ich mach dir Feuer unterm Arsch. Jetzt siehst du mal, wie schön das ist, wenn andere das mit dir machen. Warum nur? Warum bist du hierher gekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur ein Teil seines Traums. Meinst du?
Soll mir scheißegal sein. Tja, aus der Traum. Alpha Yoshi hat gesiegt und hat einen gefährlichen Zauberstab dabei. Und da ist es, das letzte Musikinstrument, was uns gefehlt hat. Geschafft. Wir haben unsere Oktopus-Trommel in unseren Besitz gebracht. Yay! Nice, oder? Eieiei, das Ei ruft. So, und eben weil das Ei so schön am Rufen ist, wir haben noch ein magisches Elixier, das ist gut. Wir haben Bomben und das alles da. Dann würde ich sagen, wir begeben uns einmal zurück. Und bereiten uns noch einmal vor, denn jetzt, ihr Lieben, wird es Zeit für Le Grande Finale. Ob wir das in diesem Part wohl noch schaffen? Genug Zeit wäre theoretisch noch. Außer Alpha Yoshi verläuft sich wieder total. Wie ich es gerade hier bestens zeige. Ich muss ja nur mal eben schnell einen Teleporter finden. Der würde mir schon reichen. Ein Teleporter, der wäre jetzt ganz nett, weil ich mich sonst verlauf, weil ich mich sonst verlaufe. Wobei, ich glaube, ich brauche den gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt bin ich schon da, wo ich hin wollte. Ja, siehste. Genau hier wollte ich nämlich hin. Aber wir brauchen vorher noch etwas. Eine kleine Wegbeschreibung. Dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim. Bada-bam-bam-bam-bam-bam. Denn die muss ich mir tatsächlich gleich notieren, weil ihr wisst ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht gerade wirklich das Beste. Und dann wollen wir mal. Willst du das Buch lesen? Ja, möchte ich. Die bunte Welt, verborgen unter... Achso, nee, die hatten wir schon. Ja, 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 ja. Öffne einen Weg, bla, bla, bla. Das Geheimnis der Wirbelklinge. Das Buch lesen? Nein, brauchen wir nicht. Kokolin-Karte? Nein, brauche ich auch nicht. Nein, möchte ich nicht. Ich suche das Windfisch ein. Die dunklen Geheimnisse. Könnte es das sein? Das Buch lesen? Wirklich? Yo! Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Oh. Ja, das sollte ich mir definitiv aufschreiben. Jetzt habe ich natürlich nur gerade... Ich bin schlecht vorbereitet. Super. So ein Dreck. So ein Dreck. Jetzt habe ich keinen Stift und sonst was zur Hand. Okay. Okay, Stift habe ich hier schon mal. Ja, schlechte Vorbereitung vom Alpha Yoshi. Ganz, ganz schlechte Vorbereitung. Aber zum Glück ist das ja nur mein Quok von kurzer Dauer. Jetzt habe ich gerade einen Stift. Mein ganz kurz eben alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. So, es ist einmal rechts, rechts, nochmal rechts, nochmal rechts, einmal hoch. Moment, das ist eigentlich total einfach zu merken. Aber nur vorsichtshalber einmal aufgeschrieben. So, geschafft! Das verstehe, wer will. Ja, das verstehe, wer will. Wir begeben uns jetzt zum Grande Finale, ihr Lieben. Mit ganzem Glück wird das wirklich tatsächlich der letzte Part. Oder, naja gut, es kommt drauf an, wie man es sieht. Ich denke, unser Clou, der wird jetzt ganz traurig sein, dass wir so langsam aber sicher zum Ende kommen. Aber es ist halt auch ein recht kurzes Spiel eigentlich, wenn man sich nicht so doof anstellt wie ich, versteht sich. Dank mir ist das Spiel natürlich länger geworden. Ja, ja, das Alpha Yoshi und seine... Ich verirre mich am besten in der Welt von Zelda. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie in irgendeinem Zelda hingekriegt, dass ich mich mal nicht verlaufen habe. Das wäre auch, glaube ich, mal was ganz Neues.
Jetzt muss ich mir noch mal überlegen, wo gehe ich am besten hoch? Das war aber nicht hier, oder? Und ich glaube, ich beweise gerade wieder meine besten Verlaufmöglichkeiten. Ja, ich glaube schon. Obwohl, nee, das, ich glaube, ich bin richtig. Und wenn das Alpha Yoshi an etwas glaubt, dann an sich selbst. Irgendjemand muss ja an mich glauben. Und wenn es nur ich selber bin. So. Wisst ihr, was ich hasse, wenn ich Aufnahmen mache und vor meinen Fenstern in dem Moment irgendwas Lautes kommt, was nerven muss? So. Spielen wir die Instrumente. Viel Spaß dabei. Welch eine schöne Melodie, oder? Oh mein Gott! Das Ei hat einen Riss gekriegt! Der Moment ist gekommen! Der Windfisch wartet auf dich! Gehe in das Ei! Uhu! Uhu! Los geht's! Windfischei! Und damit willkommen zum Grande Finale. Ups! Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, aber egal. So, wir müssen nach rechts. Nochmal nach rechts. Noch einmal. So, dann müsste ich jetzt hoch. Hoffentlich habe ich jetzt nicht den falschen Weg eingeschlagen. Sieht aber richtig aus. So, ihr Lieben. Auf ins Finale! Und vorher die passenden Sachen ausgewählt. Los geht's! Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten hier für immer die Macht gehabt. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Wie bist du hässlich? So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war dieser Kampf? Ach nee, 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 Moment. Du bist ein Schleim, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Wo bist du hin? Genau, du mochtest den Dingsen nicht. Nur nicht verschwenderisch mit dem Pulver sein. Blödes Vieh. Den Kampf kenne ich ja zum Glück noch. Den habe ich ja erst vor kurzem gemacht. Was kommt jetzt? Okay, ich glaube, jetzt brauche ich mein Schwert. Ach, Tennis spielen. Tennis lässt grüßen. Vergiss es. Ich habe keinen Bock, mit dir zu spielen. Nächster, kannst du selber fressen. Ne, kannst du alles selber fressen. Habe ich kein Interesse dran. Ist nur die Frage, macht er den gleichen nochmal? Weil ich weiß, der verarscht mich auch irgendwann. Wie man hier gerade sehr schön beeindrucksvoll sehen kann. So, was machst du jetzt? Ach ja, genau.
Komm her. Komm, 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 komm. Hol dir die Trachtprügel. Kennen wir ja vom ersten Bosskampf. Aus dem ersten Dungeon. Volle Konzentration. Du Würmchen, du. Muss nur aufpassen, dass er mich nicht zu oft trifft. Wie viele Treffer braucht er denn in der Form, bitte? Okay, der braucht wohl noch ein paar. Aber gut, das ist halt auch der letzte Gegner. Der braucht halt ein bisschen länger. Ah, vorsichtig. Hab dich. Hab dich nochmal. Hab dich noch einmal. So, wie war das? Ich glaube, hier war das. Na! Genau, hier musste ich ihn damit hauen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war da doch was. Nur aufpassen, dass er mich nicht trifft. Na, komm. Lass dir eine Trachtprügel verpassen. Oh, vorsichtig. Zu viele Fledermäuse. Na, bist du erledigt? Oder willst du noch eine Runde? Jetzt muss ich gerade überlegen, was musste ich jetzt machen? War das mit den Bomben? Gott, was musste ich jetzt hier nochmal machen? Oh, Tatsache! So, und jetzt brauche ich, glaube ich, Pfeil und Bogen. Genau, jetzt kam nämlich diese ekelhafte Stufe. Die erinnere ich mich noch. Da habe ich mich das erste Mal nämlich noch gefragt, was zur Hölle muss ich denn jetzt machen? Ach komm! Gut, dass ich das Elixier nochmal dabei habe. Überspringen klappt nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Hoffentlich gehen mir jetzt nicht gleich die Pfeile aus. Mann, wäre das arschig. Na komm, mach dein Auge auf. Ich hab doch ein Auge auf dich geworfen. Okay, versuch keine Doppelangriffe, mach es lieber nur einmal. Nein, als ob der den verfehlt hat. Na komm. Hast du noch nicht genug? Alter, mir gehen die Pfeile aus. Okay, Houston, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar ein gewaltiges Problem. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, nichts mehr, womit ich ihn treffen kann. Probieren wir es aus. Kann ja nur schief gehen. Okay, der funktioniert schon mal nicht. Da, 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 da.
Ja, mir geht gerade der Arsch auf Grundeis, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich befürchtet. Scheiße. Okay. Dann wirst du wahrscheinlich genauso wenig was bringen. Okay. Ich habe jetzt nur eine Wahl. Und ich muss hoffen, dass das klappt. Es klappt nicht! Scheiße! Oh, nee! Fuck! Okay. Das war bitter. Das war bitter. Ihr Lieben, ich würde sagen, im nächsten Part versuchen wir es noch einmal und dann besser ausgerüstet. Also das Däumchen gedrückt, Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht zu vergessen, um nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Part, euer Drake.